Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projekt Aura. Wir stehen vor einem kleinen Problem. Nicht, dass wir Quests haben, sondern anscheinend sieht das Spiel vor, dass wenn man seine Kolonie abgegradet hat, die Kolonisten so unzufrieden sind, wie auch immer, dass sie krank werden. Und wenn ich nämlich oben auf mein Menü gehe, dann sehe ich plötzlich Health-Status 29. Das heißt, es wird exakt das gleiche passieren, was mir im Stream passiert ist, dass die Leute mir wegsterben, weil die alle nur noch 29 Health haben im Moment und wir im gegenwärtigen Zeitpunkt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Medizin produzieren. Das ist doof. Um es mal so auszudrücken, wir haben ja den einen Fungi hier schon unterwegs. Das Problem ist, da ist er. Der holt nämlich gerade auf Fungi. Das Problem ist, wir haben die gesamte andere Infrastruktur noch nicht am Stehen. Und das wird dazu führen, dass uns die Leute wegsterben. Das heißt, das Spiel ist fast zu Ende. Ich habe noch keine Ahnung. Mal schauen, wie es läuft. Wir werden jetzt mal schauen, dass wir möglichst zügig die Fungi-Dingsbums aufbauen. Die ist das, ne? Fungi Greenhouse, das ist der blaue, der hier. Und den setze ich gleich daneben, das heißt, wir brauchen noch vier davon, die kaufe ich mir jetzt mal eben. Und dann hoffen wir mal, dass das hier relativ glimpflich abgeht. Ich befürchte leider nicht. Wir lassen uns mal überraschen. Momentan habe ich Spielgeschwindigkeit auf langsam gestellt, beziehungsweise auf einfach. Bringt mir aber in dem Sinne nichts, weil die müssen ja auch die Rohmaterialien erstmal hinbringen. So, das war das. Was brauchen wir? Seed Recovery brauchen wir und Fungi Farm. Neither available on the market. Neither available on the market. Was? Okay. Dann muss ich jetzt mal eben eruieren, wer baut die denn? Tech. So, da haben wir ja noch diese Blueprints, die wir umwandeln können. Und ich gehe mal davon aus, das sind die hier, ne? Warte mal, Control. So. Veggie Farm, Korean Fruit Farm, Fungi Farm, das ist das hier, ne? Einmal, das war mir jetzt ganz wichtig, wird uns wahrscheinlich aber nicht helfen und wir brauchen noch einen davon, das heißt wir müssen noch einen grünen, war das jetzt grün? Nee, was? Moment. Doch, grün müssen wir jetzt noch machen. Ja, das ist die ganze Aufbereitung. Was haben wir denn da? Heal, ja siehst du, den müssen wir auch noch machen. Naja, das wird wohl schief gehen. Wir können jetzt natürlich uns neue Leute holen im Moment. Aber solange ich die Rohstoffe nicht habe, werde ich das Geld noch nicht dafür ausgeben. Acorn Seed, wieso das denn? Fungi Farm. Seed Recovery, okay. Wir haben das Falsche gemacht. Wir hätten Seed Recovery nehmen müssen. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass wir hier ein Blueprint uns Programm machen. Wenn ich jetzt noch weiß, wie die ging. War das hier? Develop Vital Reserve. In der Forschung muss das sein. Rollen wir mal rüber. Der macht die Dinger, okay. Research National. Achso, das ist die Geschichte. Habe ich den jetzt wieder abgestellt? Wahrscheinlich ja. Nein, gut. Programming Blueprint war doch richtig, alles klar. Also doch bei den Programmierern. Achso, die machen die gerade noch. Green war das, ne?
Okay, machen wir mal eben einen fertig. Rohstoffe sind da, das ist gut. Und dann hoffen wir mal, dass die Leute mir nicht zu früh wegsterben. Im Moment sind sie noch bei 29%. Wir haben nämlich keine Möglichkeit, den Health-Status, die Gesundheit, aufzuziehen. Das ist also wirklich das Problem, wenn die in Stufe 2 aufsteigen. Was aber dafür unbedingt notwendig ist, um überhaupt Medizin herzustellen. Also schwierig. Schauen wir mal auf den Markt, ob wir da noch irgendwie was kaufen können, was uns hilft. Ich glaube aber nicht. Seaweed Water. Rice Seed. Okay. Da kann ich Brot und sonstiges herstellen. Apple Juice. Hydration, Nutrition, Moral. Ja. Wenn ich da 100 Stück von kaufe, kostet mich das gleich so ein Teil. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Tja, was bleibt uns über, als zu hoffen, dass unser Schiffchen hier endlich mal was anbringt. Und wir bis dahin auch die Fungiproduktion starten können. Nur ich sehe das kritisch, denn die werden verschiedene Sorten an Fungi-Samen oder sowas hochholen, die wir erstmal aufbereiten müssen. Und dann müssen wir den Fungi erst ansetzen und dementsprechend daraus Medizin bauen. Was das alles etwas in die Länge zieht. Apropos Länge, ich mache mal ein bisschen schneller. Sterben tun sie ja sowieso. Mehr oder weniger. Ich hoffe mal, dass wir jetzt mit unserer Energie noch hinkommen. Das sieht nämlich ganz schlecht aus. Der produziert gerade gar nichts. Der lieber hier Tidal Towers. Warum der keine produziert, weiß ich nicht. Sehr seltsam. Stored 7, das ist noch schlimmer. Können wir denn noch energietechnisch was machen? Achso, wir sind ja hier sowieso schon vorbereitet, um dort die Energiegeschichten hochzubringen. Dazu brauchen wir aber noch ein paar andere Sachen. Unter anderem in der Forschung die Aufwertung hier, die wir immer noch nicht machen können, weil wir jetzt das gelbe Dokument noch brauchen. Naja. Also wird gleich ein Massensterben einsetzen. Ich weiß nicht genau, wie lange das dauert. Dürfte sich aber schon bald einstellen. Nichtsdestotrotz werden wir dann natürlich versuchen, die Kolonie weiter am Leben zu halten. Zumindest für eine kurze Zeit. So, Energie ist mal wieder runter. 55 Leute. Ich habe jetzt auch keine andere Möglichkeit oder ich sehe keine andere Möglichkeit, das irgendwie zu verbessern. Denn letztendlich können wir keine Medizin kaufen. Was brauchen wir denn sonst noch? Kitchen brauche ich nicht. Care Center. Schauen wir mal drauf. Okay. Was haben wir hier? Pharmazeutic Plant. Wird wahrscheinlich Medizin machen. Care Center. Das heißt, wir brauchen das hier. Ich weiß nicht, hatte ich das schon im Stream vorbereitet oder wann auch immer. 50 Beta-Plastik brauchen wir noch dafür. Was ist das hier? Stahl brauchen wir noch ein bisschen dafür. Das wird auch noch produziert. Das können wir kaufen. Ist also auch nicht das Problem. Dazu noch ein paar Blueprints, die wir eventuell uns auch noch wieder kaufen müssen. Das heißt, nebenbei müssen wir noch ein bisschen Geld machen. Das können wir ja sehr gut hierbei mit dem Wasser, das wir momentan nicht so in der Menge benötigen. So, weg. Die waren schon wieder etwas günstiger. Und hier können wir auch nochmal 1000 Fertilizer verkaufen. Gibt auch nochmal 1000 Credits. Das ist gut. 6700 hilft uns auch gleich eben die passenden Leute ranzuholen. Können wir hier noch was verkaufen? Nein, Metal. Kann natürlich zur Not hier die 10.000 Credits locker machen. Das werden wir auch in der Not tun, wenn uns das Geld fehlt. Ansonsten muss ich gerade nochmal in der Forschung schauen. Muss ich da noch was freischalten? Kann ich da noch was freischalten? Wahrscheinlich den Medizinbereich hatten wir eigentlich schon soweit. Allows to Fabrication Medicine 1.
Reduce the period of timing for colonists to receive a new treatment from 44 zu 42 Stunden. Increase the treatment stack amount produced by your infirmaries from 1000 zu 1100. Okay, die machen wir mal alle rein, weil das alles die medizinische Versorgung verbessert. In der Hoffnung, dass es reicht. So, da brauchen wir natürlich jetzt ein bisschen mehr, damit es wird nochmal gesteigert. Allows for fabrication antivirus, antibiotic antidotes and restorers. Okay. So, hier können wir compatible place and one more morale. Können wir auch nochmal machen. Weil wir die alle in kompatiblen Plätzen arbeiten lassen. Und wir sind schon auf 26 runter. Das waren jetzt 10 Minuten Gameplay. Sieht schwierig aus. So. Jetzt mal eben hier gucken, wie weit sind die? Na komm schon. Fast fertig. Bringt mir alles noch nichts, wenn wir noch keine Saat haben. Und soweit ich weiß, kann ich Saatgut ja nicht kaufen. Ne? Das wäre natürlich genial, aber leider nicht. So, seid ihr fertig? Na komm schon. Ja, das war natürlich jetzt eine Überraschung. Gut, dass ich da vor der Aufnahme gerade reingeguckt hatte. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir werden uns da durchkämpfen. Oh, hier kann man diese Unterwasserdinger sehen. Und versuchen, das natürlich noch zum guten Ende zu bringen. Denn letztendlich ist das ja hier kein Speedrun oder sonst wie man das nennen möchte. Bis hierhin habe ich ja sowieso noch nie gespielt, außer wie gesagt im Let's Play. Quatsch, im Let's Play sage ich schon, im Stream. Und da trafen mich ja die gleichen Probleme. Deswegen hatte ich hier etwas mal anders angesetzt. Zu dem Zeitpunkt hatten wir damals noch nicht mal die Corporations, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt sind wir zumindest schon mal so weit, die Farm haben wir stehen. Wir holen Fungi vom Meeresboden ab und haben dann schon einen kleinen Vorsprung. So, jetzt muss ich die Seed Recovery machen. Und die kann ich dann hier einsetzen. Das bedeutet, dass die dementsprechend, was brauchen wir, Farmer, Artisan, Techniker, dass die aus den geborgenen Samen halt, oder Samen richtiges Saatgut machen können, was dann angepflanzt werden kann. Produce 104 Energy by the Tidal Tower, okay. Das funktioniert also doch noch. So, und da kommt er zurück und müsste eigentlich Fungisamen dabei haben. Ich bin gespannt. Wir gehen mal auf Organics. Das war nicht besonders viel. Irgendwie. Sollte doch eigentlich... Ja gut, dann hat er halt nichts mitgebracht. Anscheinend. Was macht er gerade hier? Steel Garbage. Schicken wir den auch mal. Sammelt er auch schon Fungi? Ich glaube wohl, ne? Nö. So ein Mist. Dann holt er als nächstes auch nochmal Fungi. Unten sehe ich gerade, die meisten sind schon Level 10, Promoter Senior. Das heißt, ich könnte die auch noch aufwerten. Das ist aber gleichzeitig dann das Problem, dass sie erst recht zickig werden, sag ich mal. Also noch mehr Sachen haben wollen. Ja, da liegt sie, meine Produktion, wird den Bach runtergehen. Das ist ja schade. Kann ich aber im Moment nichts dran machen. Außer jetzt die Spielgeschwindigkeit hochstellen, damit sie mir gleich alle wegsterben. Wir brauchen Fungisamen.
Und die sind in den alten Versionen hier bei Organic aufgetaucht. Macht ja auch Sinn. Alles andere wäre Quatsch. Gut, wir haben zumindest codetechnisch hier 20.000 Credits auf der Hand, plus die 6.000, die wir schon sowieso auf dem Konto haben, um im Notfall uns dann entsprechend Leute zu kaufen, wo ich dann hingehen kann und sage, okay, mach sie 250er, damit es günstiger ist und die Produktion wieder anläuft. Und die starten dann ja auch wieder bei 50er Gesundheit normalerweise, sodass die eigentlich die Produktion wieder ins Laufen bringen können. Natürlich mit geringerem Arbeitseifer, weil sie halt noch nicht so gut ausgebildet sind. So, das habe ich auch mal hochgestellt, damit er das als nächstes macht. Wie weit ist er? Der macht jetzt gerade Fungi-Extraktion, das ist super. Dann gehen wir mal nochmal eine Geschwindigkeit höher. Wir sind jetzt in Level Geschwindigkeit 8 und 23er Hells. Oje, oje, das sind die, die noch nicht so lange dabei sind. Wie man sieht, Level 1, die haben noch gar nichts gemacht. Ja, das wird spaßig gleich. Vielleicht kann ich das nur diese Folge herauszögern, will ich natürlich eigentlich nicht. Aber alles jetzt vorspulen macht ja auch keinen Sinn. Ich überlege nämlich gerade noch, was wir für Möglichkeiten haben. Ich habe das zweite Problem, ich habe keinen Platz mehr für die medizinische Abteilung. Will jetzt nicht unbedingt noch eine neue Plattform erschließen dafür. Das heißt, wir schauen gerade mal, wo ich das Ding überhaupt hinsetzen kann. Zur Not machen wir zwei Gebäudeteile davon. Ja, das ist groß. Okay, der würde da hingehen und der würde auch auf so eine Plattform passen. Das heißt, hier kann ich einen Teil hinsetzen und hier oben, glaube ich, ne? Nein, das geht nicht. Hier wäre noch Platz. Nicht wirklich. Die überschneiden sich. Das ist ungünstig. Also ein Gebäudeteil bekomme ich hier hin. Und den anderen, den müsste ich doch... Ne, da ist ein Einschnitt. Die Plattform haben wir noch gar nicht. Haha, ich kann sie gar nicht bauen. Das heißt, ich müsste das Treatment bauen. Britzel. Oder das Ding wegreißen und woanders hinsetzen kann ich auch nicht, weil ich da keinen Platz für habe. Ja, das ist ja schade. Das geht dort nicht hin. Schwierig. Wir haben gar keinen Platz. Hier kann ich nur die Dings hinsetzen. Ich müsste aber mindestens diesen Pharmabetrieb da hinsetzen. Das würde gehen. Da geht er nicht hin. Da geht er auch nicht hin. Nein, überschneidet da oben ein kleines Stück. Da geht es sowieso nicht. Hier haben wir auch keinen Platz. Na, es ist ja ein Traum. Das heißt, wir haben überhaupt keinen Platz. Und alles, was hier steht, brauchen wir auch. Merkt. Das ist ja ein Problem. Wenn wir die umsetzen, das ist die Forschung, ne? Die ist ja immer gleich groß. Na komm her, so da oben anpacken. Geht auch nicht. Da setzen wir den Dings hin. Hier geht er auch nicht hin. Das haben wir schon ausgeschlossen. Das heißt, ich brauche die Plattform noch zusätzlich. Ja, das ist ja super. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal eben, ob wir die auch wirklich erschlossen bekommen.
Sonst müsste ich ein Gebäude wegreißen, was ich eventuell nachher brauchen sollte. Elektrischer Transformator, okay, der kostet 10 Scheine. Wissen wir ja schon. Wir produzieren was? Akku? Nicht wirklich. Produzieren wir mal ein Trafo. Ja, da brauchen wir hier 10 Stück von. Oder ist er schon damit angefangen? Ne, der produziert den schon, oder? Nö, läuft ja nicht. Produzierst du die Schaltkreise-Dinger? Ne, du bist es gar nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Du bist es. Komm her. Artisan. Du produzierst die Dinger, das ist Quatsch. Produzier mir mal. Achso, der produziert ja durch die Gegend. Electronics Equipment. Wo wir noch keinen von haben. Ungünstig. Wie gesagt, alles ein bisschen ungünstig. Wir sterben gleich die Leute weg. Wir sind nur noch bei 20%. Sehr ungünstig, würde ich sagen. Wie weit bist du? Der kommt gleich wieder. Das warten wir mal ab. 99%. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt Fungis bekommen. Ansonsten sind wir eh aufgeschmissen. Weil wenn wir die kein Fungi vom Meeresboden holen, dann habe ich höchstens noch die Möglichkeit, die Fungifarm abzureißen und in Richtung Bäckerei und sowas zu gehen. Das war momentan noch, da ist er. Und hat anscheinend nichts mitgebracht. Das ist enttäuschend. Dann starten wir eben noch... Nee, kann ich ja gar nicht, doch... Wir holen uns eben noch die Leute. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Ein Direktor. Dann brauchen wir einen Fidel. Okay. Versatile Pilot Artisan. Und den Techniker. Und dann schauen wir mal eben, ob der jetzt hier was machen kann. Er braucht Acorn. Ja, und da sieht man, welche Sorten der alle hat. Shiitake, bla bla bla, das sind die Klamotten. Und da kann man nämlich Extract und Repair machen. Das Problem, ja, aus 50 macht er 100 Samen, das ist okay. Das Problem ist, solange wir keine haben, schwierig. Ganz schwierig. Kann ich in der Forschung noch was verbessern? E-Waste, Plastik, das ist Quatsch, da muss ich hingehen. Haben wir schon, können wir das noch erweitern? Nein, können wir nicht. Reset, Flora-Extraktion, haben wir kein Core-Invention-Dock. Da kann ich auch noch nichts holen. Das heißt, wir sind im Moment da aufgeschmissen. Der braucht noch 25. Na gut, dann müssen wir uns an dieser Stelle erstmal wieder verabschieden. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sterben in der nächsten Folge alle Leute. Bis dann. Ciao.